Psychotherapeut und ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute haben wir das coole Thema dem Ex Liebe und Dankbarkeit hinterher schicken. Genau, wir haben unsere Liebeschip-T-Shirts, dazu an anderer Stelle aber nochmal mehr. Gibt es auch schon auf der Webseite. Und jetzt, wo ja so langsam der Lockdown scheinbar seinem Ende entgegengeht, hoffe ich zumindest, dass das jetzt so weitergeht, warte ich schon länger drauf, haben wir uns überlegt, weil was ist der beste Kurs für jetzt irgendwann wieder neu ins Leben starten, sich alles neu erschaffen, neu dran basteln. Ja, ich denke, der Kurs Spiritualität und Nice Geiles Leben. Und den haben wir jetzt mal richtig krass reduziert. Also der kostet eigentlich 85. Und jetzt auf 49 Euro nur bis Sonntag. Also nur den einen Kurs. Bei Eingabe des Codes NEU2020 steht aber auch bei dem Kurs dabei. Und da gibt es noch zwei andere Pakete. Einmal mit dem Notfallkoffer, glaube ich. Und dann mit der aktuellen Selbstliebe-Challenge. Auch diese Pakete sind entsprechend reduziert. Und die Selbstliebe-Challenge geht ja am 1. Mai los. Auch wenn du das Video jetzt ein paar Tage später guckst, kannst du noch einsteigen. Da sind wieder so viele neue Leute dabei. Und auch die Alten machen ganz oft nochmal mit. Das ist echt ein Happening. Mach mit! Genau, wenn du neu bist, findest du alles auf liebeschip.de. Also, wenn du auch solche Nachrichten schreiben willst, geht über ein Formular auf liebeschip.de und wir haben eine Nachricht von Katrefka und sie schreibt: Lieber Christian, ich habe gerade deinen Kurs begonnen, welchen weiß ich jetzt nicht genau. Bei mir ist es so, dass ich im Moment, ach ja, ich wollte auch nochmal sagen, auch wenn ihr schon länger Kurse bei mir habt, ich mache da immer wieder Updates rein. Also jetzt habe gerade gestern nochmal das Modul 0 ein Update gemacht. Also und die behaltet die Kurse ja auch. Guckt mal wieder rein, ob es da was Neues gibt. Und auch Modul 1 habe ich vor, weiß nicht genau wann, aber ich auch geupdatet. Und also das bleibt immer fresh. Und wir sind auch gerade dabei, den Adventskalender neu zu machen. Aber gut, das ist jetzt, passt gerade zeitlich nicht. Gut, also ich habe gerade deinen Kurs begonnen. Bei mir ist es so, dass ich, also ich vermute mal Modul 0, bei mir ist es so, dass ich im Moment nochmal gerne meine erste und längste Beziehung loslassen möchte. Die Trennung ist 8 Jahre her, das war eine mega schwere Zeit für mich. Ich war quasi nichts ohne ihn und musste mich erst langsam aufbauen. Ich bin im Anschluss gleich in die nächste Beziehung gerutscht, was irgendwie gut tat, dadurch war ich nicht so allein. Ja, ist gut, dass du dich hier ohne dich selber runterzuputzen, einfach guckst, was habe ich gemacht, warum habe ich das gemacht, warum habe ich nicht vielleicht mal eine Pause gemacht, weil ich nicht allein sein wollte. Ja, also so kann man das immer für sich analysieren und geht auch gar nicht darum, perfekt zu sein im Bereich Beziehung, ist keiner übrigens, ich auch nicht. Wir sind alle Menschen, ne? Seht, ach Gott, hatte ich doch gerade Scheiße gemacht. Wir sind alle Menschen und es geht immer weiter, ne? So, es gibt immer ein nächstes Level, was wir haben können und deswegen bringt es auch nichts, sich unter Druck zu setzen, fertig zu machen. Wir sind immer da, wo wir gerade sind und das ist auch genau richtig so, ne? Also es tat mir gut, danach war ich nicht so allein. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn da nicht jemand da gewesen wäre. Der Typ war auch nicht gut zu mir, aber da fiel es mir leichter, mich zu lösen. Also Engländer nennen das immer Rebound Relationship. Ich habe mich nach knapp 3 Jahren getrennt. Meine erste Beziehung, also davor, die ging knapp 11 Jahre. Zusammen kamen wir, da war ich 16. Zusammen kamen wir, da war ich 18. Das Ganze ist heute sehr komisch für mich, aber irgendwie hat er mich aus der Familie übernommen. Letztlich fühlte ich mich mit ihm genauso wie in meiner Familie. Ja, also ich mag, was ich wirklich gut finde an der E-Mail, wie du das einfach so ganz trocken sagst, wie es ist. Wir suchen das wieder, was wir kennen in der Familie.
Und wenn wir jetzt natürlich eine ganz schwierige Familiengeschichte hatten, ja, dann wird's schwierig, ne? Weil dann fühlt sich das vertraut an, so, ne? Gut. Also letztlich fühlte ich mich mit ihm genauso wie in meiner Familie. Alles war so sprachlos und distanziert. Oh je, okay. Er hat mich nicht gut behandelt, trotzdem habe ich ihn vergöttert. Er war wesentlich älter, etwa 10 Jahre. Ja, also 10 Jahre älter sind ja heutzutage nichts. Also das alleine. Aber gut, ich meine, je jünger man ist, umso mehr spielt Altersunterschied sicherlich eine Rolle. Ob man jetzt 80 oder 90 ist, ist dann vielleicht nicht mehr so wichtig. Er hat sich getrennt, weil da eine andere im Spiel war. Immerhin hat er dich nicht in Dreieck gezogen. Damals war das der Weltuntergang für mich, heute sehe ich es als Glück. Ich hätte mich niemals trennen können, so unglücklich ich auch war. Ohne ihn konnte ich mir mein Leben nicht vorstellen. Fast so, als sei er auch Mutter oder Vater. Also, was du hier so trocken ansprichst, ist in ganz vielen Beziehungen so, nur es wird nicht, man will es nicht wahrhaben, so, ne? Was auch emotional sein könnte, wenn man so früh zusammenkommt, oder? Ja, es kann auch sein, wenn man später zusammenkommt. Wir daten immer unsere Eltern oder irgendein Mischmasch unserer Eltern, solange wir es nicht besser wissen. Ne? Mein Leben hat sich gut entwickelt, bis auf einige Unsicherheiten, an manche doofe Momente. Ich hatte mit ihm auch nach der Trennung noch gewissen Kontakt, bis ich den Kontakt vor etwa 3 Jahren endgültig abgebrochen habe. Ja, da sind wir natürlich jetzt schon bei 14 Jahren. Ich meine, der Kontakt war nicht abgebrochen, ne? Also es zählt dann eigentlich noch nicht so richtig als Liebeskummerzeit. Also zumindest nicht 100%, sagen wir mal so. Also 14 Jahre. Und man kann eigentlich immer ein Drittel rechnen, was es dauert, irgendwas so richtig abzuhaken irgendwie. Manche sagen sogar die Hälfte, also. Gut, wie lange ist das jetzt her? Ich habe jetzt die Zahlen, kriege ich jetzt nicht mehr so durcheinander, aber ich glaube, es ist 3 Jahre her jetzt, ne? Ach ja, bis ich den Kontakt vor etwa 3 Jahren endgültig abgebrochen habe. Seitdem ist Ruhe. Komisch ist aber, dass ein Teil von mir, das alte Ich, immer noch an ihn denkt. Ja, es ist dein Ich. Gibt, ja, gut, wenn du es so nennen willst, altes Ich. Okay. Ich träume noch viel von ihm. Also, ich kann euch sagen, die erste so ein bisschen schön Toxi-Toxi-Beziehung, die ich hatte in meiner Uni-Zeit, von der habe ich noch 10 verdammte Jahre geträumt. 10 Jahre! 10 Jahre! Und wir waren, also wenn man wirklich alles zusammenrechnet, also mit viel Goodwill, waren wir 3 Jahre zusammen und ich habe 10 Jahre von ihr geträumt. Und da hatten wir schon lange, also wir hatten da. Also ich habe 10 Jahre von ihr geträumt und hatte aber auch 10 Jahre keinen Kontakt zu ihr. Also, ja. Genau. Ja, die ist leider schon. Also die gibt's leider nicht mehr, deswegen kann ich es auch sagen. Also wenn du da oben zuhörst, du hast mich sehr beschäftigt. genau. So, so, ich träume. Ach so, genau. Was hat man jetzt? Ich will nicht, dass es passiert. Ja, du. Also, wie soll ich mal sagen? Träume. Also sei doch froh, dass deine Träume irgendwie nicht so zensiert sind und also das Leben im Traum zählt eigentlich genauso wie das Leben im Wachzustand. So, ne? Das ist. Und ja, im Traum sind wir eben nicht so gebunden an diese Beschränkungen von dieser Dimension hier auf der Erde. Und da ist alles ein bisschen freier und gibt es auch keine Zeit und ist doch nicht so schlimm, dann träumst du eben von ihm. Also. Aber später noch mehr dazu. Er war ein emotional unzugänglicher Mensch, konnte nur weinen, wenn er viel getrunken hat. Allgemein floss da viel Alkohol, ich damals auch. Ja, weißt du, es war halt eine toxische Beziehung und so what? Das hat, war irgendwie richtig für dich, sonst wärt ihr nicht zusammengekommen. Du hast was gelernt, er hat auch irgendwas für dich bedeutet.
Er hat vielleicht Baustellen im Gehirn besetzt, also innere Kindgeschichten, wo du vielleicht Papa oder Mama hinterher trauerst oder wie es hätte sein sollen. Das vermischt dich vielleicht alles im Traum. Ja, so ist es. Ja, und das gehört zum Menschsein dazu, ne? Irgendwie ist er heute noch so präsent, obwohl ich das nicht will. Erst heute Nacht hatte ich einen Traum, in dem mein Ex-Freund, er verschwamm noch zu einem anderen Mann. Also in dem die vorkamen so. Also mit dem anderen Mann hatte ich eine Affäre. Das war ziemlich drastisch. Ja. Also jetzt kannst du natürlich das tiefenpsychologisch alles aufdröseln. Kann man auch machen, wenn du mal Therapie machst oder machen willst wieder, wenn du meinst, es muss sein oder könnte man sowas jetzt tiefenpsychologisch aufdröseln. Werde vielleicht auch mal ein Video machen, Traumdeutung nach Jung. Sehr cool. Das wollte ich mal eine Jung-Serie auch mal fortsetzen. Aber mein Gott. Weiß nicht. Also was ich da mal gut finde, ist so ein Traumtagebuch zu haben. Schreib das mal auf. Guck mal, wenn du das ein paar Tage später nochmal liest, wie wirkt es dann irgendwie? Weil, also auf jeden Fall kann man sagen, dass alles, was im Traum vorkommt, hat schon irgendwo einen Bezug zu einem. Ist ja dein Traum, ne? Du kannst jetzt nicht deinem Ex-Freund die Schuld geben, dass er in deinem Traum auftaucht. Es ist deine Psyche, ne? So. So. Ja, jetzt diesen Traum zu deuten hier bei die Ferne, da müsste man, also man kann das meiner Ansicht nach, es gibt nicht so das eine Traumsystem, was immer das und das bedeutet. Traum geht es ja auch viel um Emotionalität und dann müsste ich dich jetzt vor mir haben, dass du mir das erzählst und also mit welcher Energie erzählst du das? Dann kann man so einen Traum auch mal analysieren, aber das finde ich jetzt schwierig aus so einer Mail hier. Also, ich merke, dass diese Dinge mich noch sehr übermannen, obwohl das alles vorbei ist. Ich bin ja auch nicht mehr im aktiven Liebeskummer. Es schleicht sich eher so von hinten an, als würde er immer in meinem Unterbewusstsein schlummern. Das will ich weghaben. Was ist da das Ganze nach all der Zeit? Mich wundert das so. Bin ich einfach noch zu unaufgearbeitet oder habe ich die Chance, das mit deinem Kurs besser zu machen? Ja, natürlich. Also auf jeden Fall, ich weiß gerade nicht, welchen Kurs du hast, aber Bänder trennen. Auch wenn das 8 Jahre her ist. Also Bänder trennen, weil es ist ja sowieso fraglich, ob es die Zeit wirklich so gibt, wie wir denken. Aber vor allem nicht im Unterbewusstsein, da gibt es definitiv nicht viel Zeit. Also Bänder trennen, Bänder trennen, Bänder trennen. Und was ich nicht so glücklich finde, aber es ist nur meine Meinung, musst du für dich mal drüber nachdenken, ist, dass du so dagegen ankämpfst, ne? Weil er war ein wichtiger, also auch wenn das total schwierig war für dich, diese Beziehung, oder dass dich das sehr verletzt hat, war es irgendwo ein wichtiges Ereignis für dich. Und ja, und was kann, also, und du kannst alles im Grunde genommen mit Liebe auch irgendwo auflösen. Also das habe ich jetzt auch in meinen Kurs nicht reingenommen, weil wenn man das jetzt jemand sagt, der frischen Liebeskummer hat, dann denkt er, ah, Liebe auflösen, ich gehe wieder zurück, nächste Runde. Aber so mit so ein bisschen Abstand kann man das auch mal sagen, also für dich jetzt speziell, dass ich dir empfehlen würde, schick ihm Liebe hinterher, ne? Sag ihm, hey, also wünsch ihm das Beste, wünsch ihm, dass es ihm gut geht. Weil paradoxerweise führt das an so einem Punkt, wo du jetzt bist, eher dazu, dass du es loslässt, weil du sagst, hey, das ist ein Teil von mir jetzt und ich nehme diesen Teil in Liebe an und ich wünsche ihm Liebe und das löst, könnte ich mir vorstellen, für dich das mehr auf als dieses dagegen ankämpfen, weil wenn du irgendwas ankämpfst, ja, baust du es auch irgendwo mit Energie wieder auf, sozusagen, ne? Also sei dankbar für diese Beziehung, kannst auch mal eine. Welchen Kurs war das denn? Ich komme schon selber durcheinander. Ich glaube, im Ex-Detox-Kurs ist das drin. Du kannst zum Beispiel eine Grabrede auf ihn halten. Also, Grabrede heißt jetzt nur Grabrede auf die Beziehung. Du kannst sagen: Hey, das war krass, das war toll, das war total scheiße. Und trotzdem, Mensch, mega, das ist ein tolles Erlebnis in meinem Leben gewesen. Zumindest mal eine krasse Achterbahnfahrt, die ich hatte mit dir. Und danke, dass du da warst. Und ich wünsche dir alles Liebe. Und jetzt gehe ich weiter, so, ne? Also das solltest du dir natürlich auch immer wieder sagen, dass du deinem
Unterbewusstsein sagst, ja, du kannst ja noch ein paar Mal von ihm träumen, aber ich gehe weiter so, ne? Weil wer weiß, was ihr alles für Verbindungen hattet. Ich will jetzt auch nicht so zu sehr in spirituelle abdriften hier. Was weiß ich, vielleicht habt ihr, wenn es das denn gibt, vielleicht habt ihr andere Leben miteinander verbracht, keine Ahnung. Aber das heißt alles nichts, dass du das nicht loslassen darfst und weitergehen solltest irgendwie, ne? Aber vielleicht war er irgendwo eine ganz vertraute Person für dich und ja, und irgendwo, also Trennung ist ja auch irgendwo eine Illusion, irgendwo sind wir ja alle verbunden, so, ne? Aber trotzdem ist es eben wichtig, im Hier und Jetzt zu sagen, ich gehe weiter und danke, dass du da warst, so, ne? Aber ich gucke in Liebe auf diese Beziehung zurück, so, das würde ich dir raten. Also ich hoffe, das war jetzt nicht zu konfus. Und für diejenigen, die das jetzt gucken und aktiven Liebeskummer haben, was ich jetzt gerade gesagt habe, heißt nicht, dass ihr in die nächste Runde gehen sollt. Nein, 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 nein. Ne? Das heißt es nicht. Gut. In diesem Sinne, wir werden uns bald.